Oliver Bierhoff, Sie sagten gerade zum Spaß, ja, für euch Fernsehmenschen ist das ja gut wegen der Einschaltquote. Ja. Wie ist es denn für euch? Das weiß man vorher beim Turnier nie. Ne? Man hat natürlich immer so zwei Herzen, die ja schlagen. Das eine ist natürlich, es ist eine ganz schwere Gruppe gegen Welt- und Europameister. Gerade auch ein startendes Turnier gegen die stärkste Mannschaft der Welt, jetzt gegen Frankreich zu spielen, ist wirklich nicht so schön. Aber wir haben einmal den Vorteil, dass wir in München spielen. Ich hoffe natürlich auf die Unterstützung vieler Fans vor Ort. Und manchmal ist es auch gut, dass du direkt weißt, dass du gegen ganz starke Mannschaften im Turnier spielst und sagen wir mal, von der ersten Sekunde an wirklich auch aufmerksam bist. Inwieweit kann sich das auch auf die doch relativ extrem kurze Vorbereitung auswirken, wenn man gleich weiß, dass man so einen starken Gegner hat in der Vorrundengruppe? Ja, das beginnt eigentlich schon heute. Ich glaube, jeder, auch unsere Nationalspieler, wird jetzt aufmerksam geschaut haben und sagen, wow, das bedeutet, wir müssen uns nicht erst im Juni vorbereiten, sondern wir müssen ab heute, müssen wir diese EM auch im Kopf haben. Wir müssen wissen, dass es eine ganz schwierige Aufgabe wird. Aber wir haben ein tolles Team, wir haben eine hohe Motivation, da wächst gerade eine Gruppe zusammen. Sicherlich noch in der Erfahrung her müssen sie noch einiges sammeln. Insofern gehen wir nicht als Favorit gegen Frankreich ins Turnier. Aber wir haben unsere Chance und die werden wir versuchen zu nutzen. Diese junge Mannschaft, die Sie ansprechen, die im Umbruch ist, wird die schon im kommenden Sommer so weit sein, um gegen zwei solche Hochkaräter bestehen zu können? Sie wird auf jeden Fall bestehen können, sie auch schlagen können. Aber auf dem Papier ist diese Mannschaft natürlich in 2024 stärker. Da haben die Spieler jahrelange Erfahrung auch bei Turnieren oder auch in der Champions League. Aber wir müssen halt die anderen Sachen in die Waagschale werfen und wir werden uns da schon extrem gut vorbereiten müssen.